Ihr Lieben da draußen? Genau, da ist er. Wir haben nämlich einen Hund. Wir haben jetzt einen Hund bei Fallout 4 und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich den irgendwie in den Tod schicke. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir da auch aufpassen, dass der uns nicht irgendwo irgendwie verreckt. Ich würde gerne einmal zurück irgendwie laufen. Kann ich da irgendwie hinreisen in der Schnellansicht? Schnellreise, genau, das würde ich gerne mal machen. Ich würde gerne mal ein paar Sachen loswerden, die wir so gerade gesammelt haben. Ah, cool. Wir kommen genau hier hin, wo ich auch gedacht hätte, dass es richtig ist. So, jetzt würde ich gerne irgendwas lagern. Gucke ich mal ganz kurz, kann ich das hier transferieren? Oder kann ich das direkt hier rein transferieren? Ich mache erstmal. Gibt es irgendwo? Nee, egal. Ich mache es erstmal ganz kurz hier rein. Aluminiumdose. Ich mache erstmal ganz kurz ein bisschen Schrott hier weg. Ich werde es nachhinein irgendwann mal verkaufen. Im Moment behalte ich den ganzen Quark. So. Eigentlich sollte ich hatte das eigentlich immer so schön gelagert gehabt in den anderen Spielen. In der einen Seite nur Schrott, in der anderen Seite Kleidung, in der anderen Seite Waffen. Aber ja, im Moment habe ich jetzt nur diese rote Kiste, die ich hier gerade sehe. Aufbereitetes Wasser, die werde ich mal hier lassen. Blaue Tischlampe. Das weiß ich auch noch nicht, was ich damit mache. Ich nehme das erstmal mit. Die waren auch ziemlich schwer. Brille. Warte, die Brille würde ich gerne mal mitnehmen. Cam nehme ich mal mit. Ehering. Feder. Gleiche Bohnen. Fusionskern. Das ist echt ein geiles Teil. Globus. Glühbirne. Das Buch könnten wir, glaube ich, gleich mal gucken, ob wir es lesen können. Kann er mal mit. Hey Schatz, das war, wir haben ja, stimmt, wir haben ja noch so ein Dings. Hier, das müssen wir noch das Hologramm müssen wir doch noch, oder die Holokassette müssen wir doch einmal. Wir sind doch doof. Holzblock, das werden wir mal hier rüberlegen. Ich habe echt viel Zeugs dabei. Brauche ich bestimmt alles gar nicht. Aber manchmal braucht man Müll, um irgendwas zu bauen. Deswegen werde ich die mal alle so mitnehmen und so lassen. Hier in die Kiste, wie ich sie gerade hier finde eben. Oder wie ich jetzt gerade hier alles habe. Das können wir nachher kochen. Tanneimer will ich auch mal ganz kurz. Hier ist der Treibstoff. Den würde ich gerne auch mal rüberlassen. Den könnte ich irgendwann mal mitnehmen, den Roboter. Okay, das lasse ich mal. Der saubere, helle Anzug, den lasse ich mal für die Charisma. Eine Sicherung. Gut zu wissen, dass ich eine habe. Das können wir verkaufen, den Silberlöffel. Warte mal hier, Silberlöffel. Das Löffel verkaufen wir nachher. Silbergabel. Silbermedaillon. Silberne Taschenuhr, das werde ich alles verkaufen. Das werde ich auch verkaufen. Spielauto. Stahl nicht. Stange Zigaretten. Lasse ich mal hier. Stimpack brauche ich. Sturmfeuerzeug. Nehme ich mal eins. Lasse ich mal hier. Ich nehme die einfach alle mit. Für den Flammenwerfer, glaube ich, brauche ich das nachher. Der wird nämlich vorher nochmal vorne dran gekleistert. Terpentin, Telefon.
Vorkriegsgeld brauchen wir nicht. Wilder Mais. Lass ich auch mal hier. Vielleicht können wir das irgendwann anpflanzen. Wodka lasse ich mal hier. Russische Eier. Zigarre. Lass ich auch mal hier. Zigarrenkiste. Lass ich auch mal hier. So, jetzt habe ich erstmal alles weggetan. Aber. Woher? Oh, aufgepasst. Handeln. So. Wir müssen den ganzen los, den Mist auch noch hier loswerden. Hier passt ja echt viel rein. Transferieren. Ja. So, jetzt gucke ich wieder nach. Oh, ich habe echt immer keine Lust, immer das alles irgendwie immer zu lagern. Das nervt immer. Aber na gut. Babyrasse. Ich weiß nicht, ob ich es brauche oder nicht. Benzinkanister, Besen, Bierflasche, Blechdose. Das lass das auch mal hier ganz kurz. Vielleicht kann ich da was mit kochen. Brotkasten brauche ich bestimmt auch nicht. Was? Blähfliegendrüse. So, weiter. Ehering. Lass ich nicht hier. Pass auf. Fusionskern lasse ich auch nicht hier. Gammel Outfit. Ah, hier. Diese Teile waren schwer. Improvisierte Pistole, die werden wir nachher mal verkaufen müssen, weil 5 Stück brauche ich echt nicht. Klebeband ist sehr gut. So, ich glaube, wir haben eigentlich alles. Hier kann man echt gut Geld mit verdienen. Ich glaube, wir haben alles. Ich lasse das mal so, wie es ist. Okay. So. Müll haben wir losgeworden. Ich werde mal ganz kurz den ganzen Quatsch hier speichern. So. Dann würde ich gerne mal. Nein, Inventar. Diverses. Das. Red Away einmal nutzen. So. Und dann haben wir einmal unsere radioaktive Strahlung weg. Oh, hier liegt übrigens Klebeband. Das können wir aber auch hier liegen lassen. Das ist ja sowieso ein guter Angriffspunkt hier. Oder Punkt, wo wir hier ganz gut immer hinkommen. Ich glaube, wir können hier auch irgendwas dran bauen, verbessern oder sowas. Wir werden es sehen. Die Gegend ist eigentlich ganz nett, aber ich würde die Häuser nicht so gerne so lassen. Aber ansonsten, wir wohnen ja hier. Das ist eigentlich unser Haus. Unsere Gegend. Ne? Hund. Finde ich voll gut gemacht. Ja, das haben wir. Karte. Wir waren eben hier beim Red Rocket Raststätte und wir müssen aber hier hin. Da werden wir jetzt mal schnell hinreisen, damit wir nicht dahin laufen müssen. Und dann geht's mal weiter. Aber so ganz gut, wenn das mal so lange lädt, dann kann man was trinken. Prost auf euch. Habt ihr auch was zu trinken? Und wenn ja, was? Schieß mal los. Das ist ein geiles Bild. Super. Okay, wir nehmen mal Köter mit. Wir hatten hier oben was gesehen gehabt. Ich würde gerne mal manchmal pingen. Pingen ist ganz cool. Bei Hand Showdown kann man immer so gut Sachen pingen, wo man hinguckt. Aber gut. Siehst du, ich hatte was hier oben gesehen. Was haben wir denn hier drin? Patronen, Klebeband, Malpinsel. Alles nehmen wir mit. Aschenbecher brauchen wir nicht. Jetzt, man muss sich einfach mal hinsetzen und gucken, was derjenige gesehen hat, dass der hier saß. Der saß hier und hat was gesehen. Manchmal ist das immer ganz, ganz cool, dass man sich das mal anguckt. Was die. Ach, guck mal da. Boah, die ist schnell, die Steuerung gerade hier auf dem Stuhl. Wie komme ich hier wieder weg? Bewegen. Da ist eine Ratte. Hat sich verabschiedet. Headshot, Motherfucker. Achtung.
Schimpfwörter dürfen hier gesagt werden. Warum? Weil das Spiel ganz sicher kein Zuckerschlecken ist hier. Kann man sehen, dass der Köter irgendwie Schaden erhalten hat? Hast du Schaden erhalten? Ernten. Oh. Mutabären, das habe ich gar nicht gesehen. Hier. Ah, gut zu wissen. Wir müssen hier vom Level steigen. Ich zeige es mal ganz kurz hier unten. Wir sind bald nächstes Level. Ah, wir könnten übrigens beim Special einen Punkt vergeben. Oder? Oder noch nicht? Oder ab wie viel, was weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, ab wie viele Punkte man... Die Katze. Kann man Skillpunkte? Barbar. Kann ich erlernen, ne? Pass auf. Wo war denn das Buch? Diverses, glaube ich, ne? Da ist es. Und so kann ich nämlich dann auch erlernen. Irgendwie. Tab. Verlassen. Untersuchen. X. Ablegen. Sortieren. Level up. T. Machen wir X. Okay, das wollte ich eigentlich nicht machen. Dann Level up T. Oh, das ist neu. Das kenne ich nicht. Aha. Ah, hier kann man noch weiter. Stärke trainieren. Okay, jetzt kann ich mal ein bisschen gucken, mal durchlesen. Man weiß natürlich, was ist, aber repräsentiert die physische Kraft, die Wert. Okay. Das ist natürlich auch der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Du erhältst jetzt sofort einen Punkt. Natürlich, ich würde gerne auch viel tragen. Ihr wisst ja, wir brauchen immer viel. Wir waren bei Charisma ziemlich hoch. Was war denn der Meisterhändler? Du beherrschst die Kunst des Handelns. Beim Kauf und Verkauf bei Händlern erzielst du bessere Preise. Das müsste ich aber dann erst voll machen. Das wusste ich nicht, dass es jetzt auch sowas gibt. Oh, wow, wow, wow. What? Was? Das wusste ich nicht. Das ist neu. Das ist echt cool. Okay. Es ist immer schwer, ne? Man will gerne mehr tragen. Okay. Man möchte gerne mehr verstehen. Okay. Dann möchte man gerne mehr Gesundheit haben. Okay. Man möchte natürlich mehr irgendwie beim Verkauf oder sonst was rausbringen. Natürlich. Naja. Und man möchte auch gerne hier mit... geistige Fähigkeit, der Wert bestimmt, wie viel Erfahrungspunkte du erhältst. Das ist immer so eine Sache. Man möchte gerne so viel haben, macht aber dann doch irgendwie... Ja, es ist, man hat so viel, ne? Habe ich einen Punkt gemacht, ne? Okay. Ah! So ist's richtig. Und jetzt sag's. Da hinein. Na los. Genau. Hallo, Schatz.
gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Ich staube mal mein Jura-Diplom ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Charles. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Gruselig, gruselig, schön, gruselig, einfach, einfach gruselig, was mit meiner Frau passiert ist. Ich würde immer gerne mal so was machen. Irgendwie stört mich irgendetwas. Anzeige. Kann man hier irgendwie... Ich würde jetzt gerade normal, sehe ich gerade, dass man das einstellen kann. Kann ich die Grafik nicht irgendwo noch höher einstellen? Ist bei Anzeige ja, ne? Aber Objekte ausblenden, verstehe ich nicht ganz genau. Aus. Na, ist egal. Ich lasse es mal so und machen wir in den nächsten Einstellungen. So, weiter geht's. Ich wollte eigentlich den Weg entlang. Ich laufe mal den Weg entlang. Es regnet. Wir laufen mal ganz normal den Weg entlang. Ich würde gerne mal wieder schlafen, aber irgendwie findet man hier überhaupt keine Betten mehr. Armes Kötersviech. Links oder rechts? Wir gehen mal rechts. Was ist das hier? Ich hoffe, dass wir jetzt mal ein Bett finden. Das ist eine schöne Stadt hier. Das gefällt mir. Erst recht dieser Glockenturm hier oben. Hallo? Ich würde gerne ein Bett finden. Vielleicht da oben. Yeah. 18 Kronkorken. Wow, ja. Quantum. Das ist supi. Die Quantum Cola kostet. Ist wie viel wert? Hilfsmittel? So, Quantum Cola. 50. 60. Also. 50, 20, 40. Okay. Finde ich gerade ein bisschen schade, dass mein Schauspieler, mein Charakter nichts dazu gesagt hat. Dass er nicht mal geschluchzt hat oder sowas. Ein bisschen geweint hat oder sowas. Also ein bisschen schade. Oh! Die bekomme ich so nicht auf. Mist. Das Schloss kriege ich nicht auf. Fuck. Finde ich super, dass der mitschleicht, weil ich schleiche. Wo sind denn hier die Betten? Kann man hier irgendwo mal schlafen? Concord. Mein Gott, irgendwo will ich mal gerne schlafen gehen. Wisst ihr was, ganz kurz, ich mache mal Folgendes. Mich nervt das, dass ich gerade jetzt im Dunkeln wieder rumrennen muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich sonst hingehen muss. Kann. Ekliges Viech hier. Da bin ich böse. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Gerade wieder jemand geschossen. Hier war nicht ein Bett, das weiß ich. Und ich würde gerne in dem Bett ganz kurz schlafen gehen. Wie macht denn eigentlich das Licht da unten noch so? Das ist der Wagen, ne? Wo war das Bett nochmal? Hier oben irgendwo, ne? Was? Das ist doof. Ist das Bett hier oben oder? Oh.
Mist. Schweißbrille, cool. Hast du das Bett hier? Wir hatten doch hier oben ein Bett gehabt, oder? Da oben. Da komm ich schon. Lass mich vorbei, Fan. Lass mich doch irgendwie vorbei. Gab's das Bett hier noch irgendwie? Nichts. Okay, dann müssen wir hier vorne an dem Strommast, da weiß ich, dass es noch ein Bett gab. Ah, hier gab es auch ein Bett. So. Jetzt kurz schlafen, das nervt. Wir haben jetzt, ja, wir schlafen einfach, sagen wir mal, das wären dann 10, 11, 12, 1, 2, 3, machen wir 7 Stunden. So, da müsste es hell werden. Noch eine Stunde vielleicht. Machen wir direkt zwei. Ne? Hä? Um 6 Uhr wird es nicht hell? Okay. So, schnell wieder neu reisen. Wo war ich? In Concord. Markierung platzieren. Nö. Tattoos. Das Gesicht von dem armen Kerl. Hoffentlich komme ich jetzt doch auch am Anfang der Stadt und nicht irgendwo mittendrin, weil ich jetzt irgendwie so ein Safe genommen habe. Ah doch, wir waren genau hier. Gar keinen Rahmen mehr. Gucken, was der Rahmen so gibt. Nix. Wow, hier fetzt es. Hund hat den Gegner entdeckt. Oh. Hier im Haus? Wo, auf dem Dach? Nee, nee, du bleibst nur hier, komm her. Da. Da rein jetzt. Aber sowas von. Oh, improvisiertes Gewehr. Diesmal schießen wir mit dem improvisierten Gewehr mal, Leute, okay? Das ist nämlich ganz cool. Pass auf. Status, Inventar, Waffen. Improvisiertes Gewehr. Ich mag das. Die werden auch direkt auf uns aufschießen. What the? Ey, Hund, warum bleibst du nicht hier? Und los. Dort drüben. Los, in Position. Komm her, Junge. Reden bleiben. Bleib da. Ich möchte nicht, dass du jetzt drauf gehst. Oh, wir haben nur 4 Schuss. Das ist nicht gut.
getötet! Mein Arm! Hoffentlich brauchst du nicht schießen. Alles gut. Oh, was mit Leuchtvisier improvisiert jetzt? Automatik, also nicht Automatikpistole, ich wollte gerade sagen. Schweißbrille, alles klar, nehmen wir alles mit. Ich glaube, es wird jetzt gleich eine Animation kommen wie: Hey, bleib sofort stehen. Hier oben, auf dem Balkon. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte. Also Lasermuskete. Boah, geil, da kriegst du richtig viel Zeugs hier. Ich hab mich gerade erschrocken, ey. Lasermuskete. Milizhut, Flanell und Jeans, das ist cool. Okay, gucken wir uns mal die Lasermuskete an. LLL. Okay, wir haben jetzt eigentlich gar keinen Gegner mehr. Wir haben ja wieso alles weggefetzt. Ich gehe erstmal meinen Köter holen. Ich werde aber auch ganz kurz erstmal. Kann ich den rufen? Kann ich nicht irgendwie Hund Dog mit D? Nö. Ja, hast du schön gemacht. Hast schön alles gehalten hier. Aufgepasst. Reden, handeln, abbrechen, folgen. Und los. Und los, komm. Wir müssen mal hier rein. Was haben wir denn hier? Abgenutztes Klemmbrett? Nein, das ist nicht das, was ich will. Das hier will ich. Aha, aha, aha. Hier. Grundkostenvorrat. Oho. Schön Geld. Da freut sich der Dex. Egal. Da oben gibt es bestimmt was. Ich versuch's nur einmal. Lass mich mal vorbei. Ich kann hier nicht hoch. Wieso kann ich hier nicht springen? Okay, der backt hier ein bisschen fest. Los! Geh weiter, Junge! Ist festgebackt. Shit, ey. Vielleicht kommt der nachhinein, wenn ich... Los! Oh, da kommt er. Wenn ich ins Haus gehe, wollte ich gerade sagen. Hier sind Rohre. Oh, oh, Schere kann ich nicht mitnehmen? Doch. Was haben wir hier? Beutel Düngermittel. Sehr gut. Ach Junge, hast mich schon wieder erschreckt. Was hat denn der in der Hand? Ein Schraubendreher. Oho, Sicherung, Sicherung, Sicherung. Nehmen wir mit. Glühbirne nehmen wir auch mal mit. Ich liebe es durchsuchen bei diesem Spiel. Ja, yeah, Kleberwelle, super. Das brauchen wir alles nicht. Oh, hi. Psycho. Psst.
Psycho. Soweit ich weiß, kann man auf die Häuser, auf die Autos schießen und die machen dann eine kleine Atombombe, Atompilz, weil die natürlich aus Atomkraft sonst was betriebenen Batterien ist. Entschuldigung. Wo ist der Köter? Ich würde mich gerne so viel mitnehmen, was ich noch mitnehmen kann. Und dann nachher kann man bestimmt da drin irgendwas verkaufen oder so. Okay, ist hier ziemlich... hier kann man rein. Gucken wir nachher mal nach, warum man da rein kann. Vielleicht kriegen wir dann eine Mission. Deswegen werde ich jetzt erstmal nicht da reingehen. Level up. Such dir einen neuen Skill. Dingsbums. Tödele. Oh, Nuka Coca-Colas. Gibt's hier was? Nein. Nuka Cola? Nope. Kommen wir hier rein? Arbeitshaus. Ich finde diese Spiele so geil. Das macht einfach voll. Ups. Ins Loch gefallen. Okay, wir gehen mal durch das, durch die Türe. Oh, Plümpel, nehmen wir mal mit. Tolle, das sind mal richtig schöne Wartehaltestellen für Busse. Kann ich hier noch Geld rausholen? Okay. Oh, die habe ich ja sowieso alle schon über den Haufen geschossen. Köder wartet da hinten. Hund! Hey, Junge! Komm! Na also. Okay, ihr Lieben, es geht in dieses Haus rein. Mal sehen. Kommunisten oder nicht? Wir werden sehen. Euch da draußen. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht's rein ins Haus und dann werden wir mal sehen, was wir so damit machen. Ich würde gerne mal die Kamera drehen, aber manchmal will der das nicht machen. So. Bis denn.